Wef ist heute auf einem ganz speziellen Segelboot unterwegs, auf der Jamila, ein One-Off-Retro-Design von der Heinrich Werft. Eigentlich ein ganz modernes Boot in einem zeitlosen Klassik-Look. Und am Steuer haben wir den Peter Minder von der Heinrich Werft. Er kann eigentlich alles allein machen. Und trotzdem werden wir uns auch ein bisschen streiten um den Steuerplatz, damit wir sehen, was die Jamila alles so drauf hat. Peter, Kompliment, ein wunderschönes Boot. Wir haben das können heute testen. Frage, innovative neue Yacht. Warum Retro-Design? Ja, wir haben hier wieder mal gesucht, etwas Neues, etwas, das vielleicht in dieser Art und Weise mindestens unseren Gefilden noch nicht umgesetzt worden ist. Wir haben auch eigentlich ganz bewusst den Spagat gesucht oder ein bisschen den Widerspruch gesucht. Einerseits das Boot komplett in Hightech, in Carbon zu bauen und andererseits aber eben die Spannung aufzubauen, dass man sie in einen konsequenten Retro-Look verpackt. Etwas, was in dieser Art und Weise noch nicht gegeben hat und wo ich von Anfang einfach sehr spannend gefunden habe, probieren umzusetzen. So wie ich es sehe, ist das ein Traumboot. Ist das dein Traumboot, dein Traum von deinem Boot? Oder wie darf man das Konzept verstehen? Ja, ich glaube, das darf man so verstehen. Ich hatte eine glückliche Situation, dass ich durch meine Funktion in der Werft etwas auch realisieren konnte, das meinem Traum entspricht. Das ist ein Boot, das konsequent so umgesetzt worden ist, wenn ich es für mich und für meine Familie sage, ist es ein optimales Boot für das Bodensee in dieser Art und Weise, wie wir es brauchen. Primär da zum Segeln, primär da zum mit Freunden am Abend ein paar schöne Stunden geniessen oder am Wochenende ein paar schöne Stunden geniessen. Man kann auch mal eine Woche drauf eine Ferien verbringen, zweit, das geht auch, aber es ist primär schon ein Tagsegler und ein Vierabendsegler für allein oder für Gäste. Und das ist schon da, wo mir eigentlich als Traum vorgeschwebt hat, so etwas zu realisieren. 13 Meter, das ist doch eine stolze Größe. Was hat Jamila noch für Eckdaten? Ja, also das Boot ist 13,30 Meter lang, ist genau 3 Meter breit, hat eine Masthöhe über Wasser von ziemlich genau 20 Meter. Wir haben einen Hubkill, einen elektrohydraulischen mit einem Tiefgang von 1,80 Minimum, der bis auf 2,70 geht im Segelmodus. Wir haben eine Amwind-Segelfläche von ziemlich genau 100 Quadratmeter mit der normalen Fock und genau etwa 150 Quadratmeter mit dem Code Zero. Wir haben nochmal 160 Quadratmeter zusätzlich mit dem Genacker. Also wir sind üppig bestückt mit Segelfläche, aber das ist auch das, was wir ganz gezielt gesucht haben. Wir haben ein Boot gesucht, das eben vor allem bei wenig Wind schon sehr viel Spass macht und wo man nicht wochenende lang auf dem Boot sitzt und sich nachher darüber ärgert, dass eigentlich nie gelaufen ist. Darum, zu viel Segelfläche ist immer gut, da kann man reduzieren, zu wenig Segelfläche haben wir keine Ausweichmöglichkeit. Oder? Wir haben gesehen, dass das Boot eigentlich voll einhandtauglich ist, also du kannst alles allein machen. Du hast quasi die Besatzung am Hals hängen, drückst Knöpfe, machst alles allein. Aber es hat so viel Platz, es wäre Verschwendung, wenn du allein segeln mit dem. Das ist so, jawohl, das ist auch nicht die Idee. Wir haben es vor, das Boot von Anfang an konsequent als einhandtaugliche Yacht ausgelegt. Und wie man sieht, ist das, glaube ich, ziemlich gut gelungen. Einhandtauglich verstehen wir aber nicht so, dass ich da als Eremit allein will segeln gehen, sondern einhandtauglich heisst einfach, ich kann das Boot, unabhängig wer mit mir auf dem Boot ist, zu jedem Zeitpunkt allein segeln. Aber es ist richtig, da ist natürlich Gäste willkommen. Darum haben wir auch schöne grosszügige Gäste-Lounge, darum haben wir auch schöne Sandpaden bepolstert im Heck. Also ich sage nochmal, Single-Hand-Segeln für mich heisst nicht allein segeln, sondern heisst nur, dass ich das Boot allein bedienen kann und meine Gäste das Leben an Bord dürfen geniessen und ich meine Gäste nicht nach dem Kriterium aussuchen, können sie mir beim Segeln helfen oder nicht. Das ist das, was wir unter dem Konzept eigentlich verstehen. Ja. Du hast dein Boot schon ausgiebig getestet in deinen Ferien. Was war der schönste Moment?
Ja, der schönste Moment war natürlich der gewesen, oder einer der schönsten Momente, wo wir bei sehr wenig Wind, meine Frau und ich, gesegelt sind und eigentlich niemanden gefunden haben, der irgendwo nur halbwegs mit uns ein bisschen mithalten konnte. Und das Ganze aber auch für uns komplett ohne Stress. Das Boot segelt einfach, segelt extreme Geschwindigkeiten, auch bei wenig Wind. Autopilot steuert. Wir können uns darum kümmern, um entweder ein bisschen das Segel herumzutrimmen oder halt auch ein bisschen anders. Das ist der Vorteil, wenn man ein Boot hat, das halt mit modernsten Hilfsmitteln ausgestattet sind, die einem auch ermöglichen, dass man wirklich konsequent allein segeln tut. Und die Freude, die ich gemerkt habe, dass meine Frau fast eben so viel Freude an dem Boot hat wie ich selber, das war sicher einer der schönsten Momente gewesen, ja. Letzte Frage. Ich weiss, du bist passionierter Regattier. Was hast du vor, mit der Jamila zu gewinnen? Ja, es ist so, dass Jamila vom Konzept her nicht als Regattaboot ausgelegt ist, sondern Jamila ist ein Boot, das sicher ein sehr hohes Performance-Potenzial hat. Das ist unbestritten so. Aber sie ist von der Beschlägekonzeption, vom Deckslayout her und so eigentlich halt auf Minimal-Crew ausgelegt und darum nicht prädestiniert zum Regattensegeln. Wir werden mit dem Boot mit Sicherheit Regatta mitsegeln. Aber eigentlich fast ausschließlich Mittel- und Langstreckenregatten, wo man eigentlich das Potenzial vom Boot ausschöpfen kann und wo eben die kleinste Mannschaft eigentlich trotzdem einen guten Job machen kann. Wir als kleine schweizerische Werft konzentrieren uns im Prinzip auf einen Markt, wo die Grossen nicht hergehen, wo wir eine Nische können fühlen können. Und das ist sicher halt eher eine Nische im Exklusiv- und im Hochpreissegment, weil dort sind die grossen etablierten Yachtwerfhersteller halt weniger vorhanden als im anderen Segment. Gut, vielen Dank fürs Gespräch und viel erfüllte Stunden und gute Zeiten auf Jamila.